Genau, mit. Gibt's Essen? Okay, da nicht. Hi! Wow, ist das lange her? Es tut mir wahnsinnig leid. Ich hatte lange irgendwie nicht die Motivation, nachdem ich aus dem Ausland zurückgekommen bin. Ich weiß auch nicht. Ich wusste einfach nicht, ob ich wieder anfangen sollte oder nicht. Aber jetzt sitze ich wieder hier. Das ist auch das zweite Mal, dass ich dieses Video hier drehe, weil mir das erste Mal irgendwie nicht so ganz gefallen hat. Passiert halt, wenn man so lange nicht mehr dreht und dann komplett raus ist. Ups. Ich hatte auch einen Rückblick 2017 Video gedreht, aber dann war es schon Februar und dann dachte ich mir, oh, jetzt ist es schon wieder längst zu spät. Also sagt mir, falls ihr das noch sehen wollt, das Material habe ich immer noch dazu. Ansonsten schreibt mir gerne jetzt mal vorab schon in die Kommentare, wie geht's euch, was ist bei euch so passiert in der Zeit, wo ich weg war, was wünscht ihr euch so von mir in nächster Zeit, weil ich hoffe, dass ich wieder regelmäßig was mache und aktiver bin. Ich kann es euch nicht versprechen, aber ich versuche es wirklich, ich nehme es mir fest vor. Ansonsten habe ich jetzt einen riesigen Haul für euch. Yay, wieder Konsum anregen. Aber meine Entschuldigung ist, dass viele Sachen davon Secondhand sind und dass ich sozusagen in diesem Haul nur eine Inspiration gebe. Nicht, dass ihr in den Laden rennt und euch genau dasselbe kauft, sondern dass ihr halt eine Inspiration dafür bekommt, was ihr eventuell das nächste Mal kaufen könntet, wenn ihr mal wieder einkaufen geht. Man kann sich alles schön reden. Schreibt mir auch am Ende gerne mal, was euer Lieblingsteil aus dem Haul war. Fangen wir mal an mit dem Lush Sale. Das ist auch schon ein bisschen her. Nach Weihnachten gibt es ja immer diesen 50% Sale, und was eigentlich richtig gut für mich ist, weil sonst kann ich es eher nicht ganz so leisten. Und da kommt der 50% Sale immer richtig gelegen. Jedenfalls habe ich mir als erstes so ein Geschenk gekauft. Das ist The Night Before Christmas. Hat original 15 Euro gekostet, war auf die Hälfte reduziert. Drinnen ist Shoot for the Stars Badebombe und Christmas Eve Schaumbad. Genau. Fand ich eigentlich ganz süß als Geschenk, vielleicht für nächstes Jahr, oder halt mache ich auf und benutze es selbst. Ansonsten habe ich mir noch Twilight gekauft. Das Duschgel riecht richtig lecker nach Lavendel, glaube ich. Ich habe mir halt 250 ml gekauft, weil die Riesengröße geht halt irgendwie nie leer. Genau, dann haben wir hier das Roma Water. Ich habe immer noch keinen Plan, wie man das ausspricht. Ich wollte es auch eigentlich nicht kaufen, weil da ja auch Parabene drin sind, aber dann dachte ich mir, ja, ich liebe den Geruch und scheiß drauf, weißt du? Meine Haut macht das sowieso nichts, was drin ist. Die rastet sowieso immer komplett aus, also. Dann habe ich mir das Sugar Plum Fairy Lip Scrub gekauft. Leider ist mir das zu süß vom Geruch her. Das ist so eine Art von Süße, die mir nicht so gefällt. Deswegen werde ich es wahrscheinlich auf Kleiderkreisel verkaufen oder eben tauschen. Dann habe ich mir Once Upon a Time die Body Lotion mitgenommen. Die riecht richtig frisch. Auf jeden Fall mag ich Lush Body Lotions, weil die sehr reichhaltig sind und die für meine Haut gut funktionieren, weil ich sehr trockene Haut an den Beinen zum Beispiel habe. Genau. Ansonsten habe ich mir einige Badezusätze gekauft. Ups. Erstmal haben wir hier den Candy Mountain. Ich habe die alle schon wieder eingepackt. Die sind ja normalerweise in diesen Papierverpackungen, aber da hält sich der Geruch nicht. Deswegen packe ich die immer in so Plastikdinger um. Auf jeden Fall ist es der Candy Mountain. Der riecht ja immer zuckersüß nach Snow Fairy. Ich habe den immer verpasst. Und dieses Jahr habe ich endlich einen bekommen. War ich sehr froh drüber. Dann habe ich den Man in the Moon. Den seht ihr jetzt nicht ganz. Das ist halt so ein großes Badezusatzdingens und sah sehr süß aus, hat gut gerochen und habe ich mal mitgenommen. Dann habe ich den Snowman Bubble Rune, den hatte ich schon letztes Jahr und ich finde den einfach süß. So Schaumbäder von Lush mag ich echt total gerne. Und dann habe ich Thunder Snow, hat richtig gut gerochen, diese Badebombe. So toll nach Pfefferminz, ich liebe den Geruch total, kann ich euch super empfehlen. Dann habe ich noch was richtig cooles, ist Magic of Christmas. Das ist so ein Stick, den man in die Badewanne tut und eben mehrfach verwenden kann. Ist halt super glitzerig und süß, riecht total nach Weihnachten, Zimt, Orange und sowas. Fand ich richtig cool, sogar mit einer Glocke hier dran. Einfach mega putzig. Dann mache ich mit Schmuck weiter. Ich habe bei Bijou Brigitte bestellt, was ich eigentlich nie mache, aber irgendwie habe ich da schöne Sachen im Sale gefunden. Das ist so eine Kette, hat einfach so einen schwarzen Stab und so einen goldenen Kreis. Fand ich ganz schön, einfach so schlicht, auch zum Layern über T-Shirts. Und dann habe ich diesen Ring hier gekauft. Der ist auch sehr schön. Ist halt echt ein großer, auffälliger Ring mit einem schönen Stein in der Mitte. Fand ich einfach cool. Und dann habe ich noch einige Ringe von Forever 21 bestellt. Die habe ich schon in dieser schönen Ringschachtel. Ich werde die euch einfach an den Fingern zeigen, weil so macht das nicht so viel Sinn. Dann habe ich in letzter Zeit leider echt oft bei H&M bestellt. Ich weiß gar nicht, was mit mir los war. Irgendwie habe ich da so viele Sachen im Sale gefunden.
Ich fange einfach mal an mit dem Schmuck. Da habe ich einmal diese schlichte Kette hier gekauft. Das ist einfach so mit so einem silbernen Ringanhänger. Fand ich sehr schön. Dann habe ich diese Kette hier gekauft. Das ist so eine Spinne. Fand ich irgendwie ganz süß, auch so, um es mit anderen Ketten zu tragen. Dann kommen wir jetzt endlich zu den Kleidungsstücken. Ich habe, als ich bei H&M mal im Geschäft war, das hier gefunden, was ich total geil fand. Entschuldigung. Ist auf jeden Fall so ein schönes Oberteil, dunkelblau mit Silberglitzer, Monden und Sternen mit süßen Rüschen dran und fand ich richtig cool. Und dann habe ich noch ein durchsichtiges Shirt, das habe ich an Silvester zum Beispiel getragen. Ist halt durchsichtig mit ein paar Rüschen dran, einfach so ein T-Shirt, fand ich richtig cool. Dann habe ich diesen Rollkragen hier gefunden, das ist einfach ein ganz normaler schwarzer mit so einem Rippenmuster einfach unter der um es unter T-Shirts zu tragen zum Beispiel. Genauso dieser hier, der ist so dunkelrot, weinrot, Bordeaux. Es geht fast schon in lila Richtung, wie auch immer. Fand ich cool, habe ich auch einfach gekauft, um es unter T-Shirts zu tragen, weil ich das im Moment sehr gern mag. Und dann habe ich noch das hier gekauft. Das ist auch ein leichter Rollkragen mit eben coolen Details an den Ärmeln. Das ist eben so ein offenes Kreuzmuster, wie auch immer. Ihr werdet es im angezogenen Teil sehen. Und das gleiche habe ich auch nochmal in so einem dunklen Oliv-Kaki-Grün, wie auch immer, gekauft, weil ich einfach den Stil richtig cool fand. Und wenn man da ein T-Shirt drüber zieht, ist das richtig toll, weil das dann unten, man das unten sieht mit diesem Kreuzeteil. Irgendwie mag ich das total gern. Dann auch im H&M-Sale bestellt, ist dieses Kleid hier. Ist einfach so ein Maxi-Kleid. Ich wollte schon immer ein Maxi-Kleid haben. Ist einfach so überlappend geschnitten vorne. Hier mit so einem kleinen Bändchen und dann eben mit so einem großen Schlitz. Fand ich sehr schön, auch das Muster. Und hat im Sale 15 Euro gekostet. Und für ein Maxi-Kleid ist das wirklich, wirklich gut. Dann habe ich etwas bei Declan McKenna auf der Internetseite bestellt. Und zwar dieses T-Shirt. Ich fand das so cool. Das ist einfach, der Print ist Hammer. Es ist super weich. Ich liebe das, es anzufassen. Das ist einfach das Allerbeste. Und es ist einfach witzig. What do you think about the car? Weil ja sein Album so heißt. Es ist einfach das perfekte T-Shirt. Ich habe sogar auch einmal schon ein Kompliment dafür bekommen. Dann habe ich auf Kleiderkreise dieses T-Shirt hier getauscht. Ist einfach so mit so einem Palmenprint, glaube ich. Ich glaube, ich werde es einfach kurz schneiden oder halt knoten. Ich weiß noch nicht. Jetzt komme ich endlich zu den Secondhand-Sachen. Ich gehe da eigentlich immer zu Resales, weil die echt immer viele gute Sachen haben und relativ günstig sind. Einmal habe ich dieses T-Shirt gekauft. Das ist einfach so schwarz mit einem schönen Print. Ist einfach richtig gut zum Kombinieren und schlicht. Dann habe ich mir das hier gekauft, auch so ein senf-safranfarbenes Oberteil, auch so ein Rollkragenpulli, auch zum Druntertragen von T-Shirts. Dann habe ich hier gekauft dieses gestreifte Hemd, Bluse, was auch immer, habe ich kurz geschnitten und auch den Kragen abgeschnitten, weil der sehr lang war und einfach sehr altmodisch aussah. Mag ich echt gern, hat nur 2 Euro gekostet. Dann habe ich letztens gekauft für 3 Euro dieses graue Kleid, das ist einfach ganz schlicht. Ist sehr weich, sehr fließend, original von H&M, glaube ich. Genau, ist einfach sehr schöner Stoff, hat sogar 2 Taschen und mag ich wirklich gern. Ich wollte schon immer so ein schlichtes graues Kleid haben. Dann habe ich so ein blaues Top gekauft. Ja, ganz schlicht, ist halt so ein sehr interessanter, so fast Badeanzugstoff, sehr stretchig und irgendwie auch so bisschen rutschig. Ich knote das vorne, weil es ein bisschen zu weit ist unten und dann sieht es wirklich cool aus, weil oben passt es sehr gut und ja, mag ich gern. Und dann habe ich noch gekauft dieses schwarze Top, was vorne eben sehr hoch geschnitten ist und dafür hinten ein bisschen tiefer. Fand ich sehr schön, ist einfach schlicht schwarz, kann man eigentlich zu allem anziehen. Dann habe ich dieses Shirt gekauft, hat einfach so einen Schriftzug vorne, ist schlicht grau und ich habe das auch getragen, vorne geknotet und dann sieht es wirklich ganz cool aus, wenn ich da so high-waisted Hosen dazu anziehe. Noch ein Oberteil, was ich mir gekauft habe, ist so ein Polo Ralph Lauren, wie auch immer, Oberteil. Hat so eine Kapuze hinten dran, einfach blau-rot gestreift, habe ich auch ein bisschen kürzer geschnitten, damit ich das auch eben mit höher geschnittenen Hosen gut anziehen kann. Dann habe ich gekauft dieses Shirt hier. Ursprünglich war das noch mit so einem weißen Longsleeve dran genäht, da habe ich die weißen Ärmel abgeschnitten. Da vorne hat es auch nochmal so einen weißen Einsatz, habe ich auch abgeschnitten und habe ich kürzer geschnitten und finde ich wirklich cool jetzt. Hat auch so einen Print hinten, was ich sehr cool finde. Und ja, dann habe ich diesen wunderschönen Rock hier gefunden, hat einfach so ein schönes Muster, ist halt eher so ein Sommerteil. Und hat Knöpfe hinten, ist einfach ein sehr schönes sommerliches Muster und
Hat mir sehr gut gefallen. Und mal wieder habe ich das Beste von allem vergessen. Das ist mir auch das letzte Mal passiert, als ich dieses Video gedreht habe. Warum? Es ist auf jeden Fall dieses wunderschöne gepunktete Kleid. Dunkelrot mit weißen Punkten, großen Knöpfen vorne. Hat einen Gürtel zum Binden und ist unten sehr weit und flowig geschnitten. Richtig schön, ich liebe das. Ich bin so verliebt. Dann habe ich auf Kleiderkassel nochmal was getauscht und zwar so ein schwarzes Kleid. Ja, aus einem sehr weichen Stoff, fällt unten sehr wollerartig, war so ein pinker Stoff unten noch dran, den habe ich einfach abgeschnitten, weil ich es nicht schön fand. Jetzt ist es halt nur noch ein schwarzes Kleid und ist wirklich sehr schön geschnitten. Genau, und dann habe ich Hosen bei YouBob bestellt. Hosen bestellen ist ja immer so eine Sache, aber wenn ich halt neue Hosen haben möchte, bestelle ich eigentlich immer bei YouBob, weil die eine sehr große Auswahl haben und auch manchmal Sachen in meiner Größe. Dann habe ich so eine blaue Hose bestellt. Ist so ein bisschen so samtartig, höher geschnitten und unten auch ein bisschen enger. Das ist eigentlich das Einzige, was mir bei Hosen immer wichtig sind, dass sie hochgeschnitten sind und eben nicht Schlaghosen sind, sondern halt eng zu laufen. Dann habe ich noch diese Hose hier gefunden. Ist einfach so ein hellbeige. Was ich sehr cool fand, hatte ich noch gar nicht. Ist auch sehr schön hochgeschnitten und passt wirklich perfekt. Und darauf freue ich mich schon richtig drauf, das anzuziehen. Ich glaube, es wird eher so Frühling, eine Frühlingshose. Dann habe ich noch so eine dunkle Jeans gefunden. Es ist so ein schwarz-grau, wie auch immer. Die ist unten ein bisschen weiter. Ich weiß noch nicht, ob mir das gefällt. Vielleicht nähe ich die ein bisschen enger. Wer weiß. Auf jeden Fall fand ich die von oben hat es halt sehr gut gepasst und die Farbe ist auch gut. Dann habe ich nochmal eine blaue Jeans, auch so ein dunkelblau, auch high-waisted. Und ja, die ist unten auch ein bisschen weiter. Weiß ich nicht, muss ich mal schauen, ob ich die auch noch unten weiter nähe. Und dann habe ich die perfekte Hose gefunden. Das ist so eine graue, auch hochgeschnitten. Einfach auch ein bisschen lockerer und unten eng zusammenlaufend. Aber ich liebe die total. Ich trage die zurzeit echt nonstop. Und nebenbei, falls es euch noch interessiert, ich habe diesen Februar die Schön für mich Box gewonnen. Konnte ich mich gar nicht mehr erinnern, aber manchmal mache ich da so beim Gewinnpreisausschreiben mit. Und da waren diesmal richtig coole Sachen drin. Ich kann es euch sagen, fast nur Sachen, die ich gebrauchen kann. Einmal so ein Weleda Lip Balm, was ich mega cool finde. Wollte ich auch schon mal ausprobieren. Dann noch so ein Lip Balm von Riva Genu. Falsche Wimpern, was ich schon immer ausprobieren wollte, aber irgendwie habe ich nie welche gekauft. Ich wollte halt so günstige zum Ausprobieren. Jetzt habe ich welche. Eine Duschbombe, wo ich keine Ahnung habe, was das ist. Pralinen. Yes! Ein Volumenpuder, was jetzt eher nicht so interessant für mich ist. Dann Silikon-Augenstyler, wo ich nicht genau weiß, was man damit machen soll. Eine Detox-Maske zusammen mit einem Badesalz. Und eine Peel-Off-Maske von dieser Marke, die ich nicht aussprechen will, weil es peinlich wird. Und noch so ein Lippenstift von Alterra. Also wirklich mega viele coole Sachen dabei. Hat mich richtig überrascht und fand ich wirklich cool. Also eine tolle Überraschung. Und kann ich euch gerne mal die Informationen in der Videobeschreibung verlinken, falls ihr da ein Interesse habt. Ja, ansonsten ist das jetzt das Ende. Schreibt mir gerne, was euch am besten gefallen hat. Tut mir leid, dass es so lang geworden ist. Ich sammle auch schon eine Zeit. Jedenfalls könnt ihr euch noch zwei weitere Videos von mir anschauen, wenn ihr das wollt. Ansonsten folgt mir auf meinen Social Media Plattformen. Vor allem auf Instagram. Da passieren eigentlich die meisten Sachen. Ja, ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und würde sagen, wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Wann immer das sein wird. Tschüss!